So, willkommen zurück bei Punch Club. Wir haben ja das letzte Mal gesagt, dass wir diesmal das Geschick hoch machen und lieber auf Geschick und Ausdauer gehen, weil mit Stärke und Ausdauer die Schläge, die kosten uns zu viel Energie. Wir hauen zwar am Anfang gut rein mit den Schlägen, aber im weiteren Kampfverlauf kacken wir einfach ab. So, Essen brauchen wir nicht. Ligakampf. Nee. Wir trainieren jetzt erstmal. Eigentlich müssen wir auch arbeiten gehen. Was haben wir denn noch im Kühlschrank? Im Kühlschrank sind noch 5 mal Fleisch, 7 Tiefkühlpizza und 7 Energy. Dann arbeiten wir jetzt. Hey Junge, du siehst ja furchtbar aus. Was ist passiert? Ist nur ein Kratzer, nicht der Rede wert. Ich habe immer noch die Macht von Grayskull. Bei der Macht von Grayskull. Was immer du sagst, Junge, die Wunde sieht trotzdem ziemlich gefährlich aus. Ich würde mir das mal von jemandem untersucht lassen. Wo finde ich jemanden? Versuch's mal in Chinatown. Der Doktor da ist bekannt für seine Heilkräfte und seinen Reisstanz. Danke, Casey. Vielleicht sollte ich da wirklich mal hin. Kein Problem, Junge. Pass auf dich auf. So, dann will ich jetzt erstmal Pizza liefern, damit wir jetzt noch ein bisschen Geld kriegen. Tag ist auch schon wieder gleich vorbei. So, starten. So, dass wir so die nächsten 60 noch mitnehmen. Die Gesundheit steigt jetzt auch langsam wieder. So, jetzt haben wir 119. Jetzt, hier ist Chinatown. Gehen wir einfach mal hin. Zu Fuß. So, hier ist ein Drunken Master. Ja. Die guten alten Jackie Chan Filme. Hi, ich habe mich verletzt. Kannst du mir helfen? Klar, ich kenne ein paar alte Zaubersprüche, aber ich brauche als Wort bestimmte Zutaten. Mit Akupunktur kannst du alle Verletzungen heilen lassen. $70. Gut, das mal hier bei der Story gucken. So, da sind wir noch nicht verliebt. Erreiche Platz 5 in der Liga. Partner Roy bittet Roy mit ihr zu trainieren. Trifft Tyler, Street Fighter. Boah, da haben wir ja noch eine Menge vor uns. Gut, dann hier müssen wir wahrscheinlich diesen Trank kaufen. Stadtkarte. Sportgeschäft zu Fuß. Was kaufen wir denn? Kaufen wir mal so einen Ausdauertrank. Neuer Effekt, magisches Geschick. Dein Geschick wurde magisch verbessert. Magie ist gefährlich. Schmeckt nicht schlecht und die Effekte sind spürbar, aber ich würde mit diesem magischen Zeug aufpassen. Hält 2 Tage. Okay. Kämpfen können wir jetzt nirgends. Dann miau. Sie war sonst immer so still. Was ist denn das jetzt? Katze streicheln. Okay. Stopp. Erst ein bisschen schlafen. Energie regenerieren. Und ja.
Und dann was essen. Und ja, ein bisschen arbeiten oder trainieren. Ich würde ja am liebsten ein bisschen trainieren, aber... Wir brauchen noch eine Menge Kohle. So, machen wir hier nochmal 100. Dann ist unsere Energie auch wieder unten. Tag vorbei. Alles Mögliche verloren. Start. So, stopp. Da haben wir die 100. Dann einmal zu Fuß nach Hause. Füttere mich. Was? Wer? Hä? Ich soll wohl mit den Steroiden aufpassen. Die Katze ist auch geil. So, einmal Fleisch essen. Dann ein bisschen schlafen. Für einen Kampf anmelden? Ich weiß es nicht. Unsere Werte sind ziemlich im Arsch. Jetzt noch ein bisschen Fernsehen gucken, um die Stimmung hochzubringen. Weil die Stimmung brauchen wir ja dann für das Training. Und mir wäre es das Liebste, wenn wir uns noch in Adrian verlieben könnten, damit wir diesen Effekt raushauen können. Dass wir weniger, Energie und Essen verbrauchen beim Trainieren. So. Jetzt nochmal zwei leckere Steaks reinkloppen. Eins, zwei. Sind wir fast voll. Dann einmal zu Adrian. Verliebe dich. Adrian, du bist wunderschön. Ich bin so glücklich, wenn ich bei dir bin. Sind wir wirklich zusammen? Mir scheint, als hättest du nie Zeit für mich. Immer wieder das Gleiche. Komm, verlieb dich in mich. Mache ein Geschenk. Adrian, ich habe ein Geschenk für dich. Ach, das ist so süß. Vielen Dank. Oh, du bist so süß. Immer noch nicht verliebt. Vielleicht sollte ich mal mit Roy sprechen. Frag nach der Schwester. Also, wie läuft es mit Adrian? Weißt du, Roy, Blumen sind nicht so einfach. Aber ich hab's geschafft. Ich würde für so ein tolles Mädchen noch viel mehr tun. Das freut mich zu hören, Bro. Sie scheint wirklich glücklich zu sein. Glaubst du, dass es wegen... mir? Weißt du, Kumpel, meine Schwester ist ein komplexes Mädel. Aber jetzt ist sie irgendwie klarer, stärker. Sei tapfer und du wirst es nicht bereuen. Liebe verleiht, naja, Flügel und so ein Mist. Sie machte alles möglich. Und das war's schon wieder. Schlag vor, zusammen zu trainieren. Sollen wir loslegen? Yo, Kumpel, mit einem Partner zu trainieren ist viel effektiver. Du brauchst Balance. Das ist das Gleiche, was er jedes Mal erzählt. Na? Geh zur Bar. Also Roy, wie wär's zur Bar zu gehen? Klar, lass uns gehen, Kumpel. Buffet ist klasse. Wir haben alles voll. Hätte ich das mal vorher gewusst. So, was ist jetzt mit trainieren? Schlag vor, zusammen zu trainieren. Sollen wir dann loslegen?
Wie sollen wir eigentlich schaffen, den zum Training zu überreden? Und wie sollen wir es schaffen, dass sie liebe dich? Ach Liebling, ich bin auch glücklich. Ich hoffe nur, dass ich dir wichtiger bin als das Kämpfen. Natürlich, ich werde immer Zeit für dich haben. Jawohl, verliebt, sehr schön. Schwing der Liebe, deine Liebe wird erwidert, jetzt musst du nur noch genug Zeit für sie haben. Super. Ab in die Muckibude. Wir sind voll von Energie. Eintrittsgeld bezahlen, dann können wir jetzt mal so richtig trainieren. Vor allem unsere Geschicklichkeit hochjagen. Tage verliebt. So. Nicht mehr so effektiv. Also ich schätze, mit dem Verliebtsein können wir schon so 2 Tage komplett durchtrainieren. Das wäre natürlich bombastisch. Wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht zu viel verlieren. So. Machen wir so ein schönes Zickeltraining, sobald es weniger effektiv wird, zum nächsten Gerät. Die Ausdauer ist jetzt wieder bei 5. Ein bisschen Springseil machen. Genau. Also wenn wir Geschick und Ausdauer trainieren wollen, müssen wir eigentlich die ganze Zeit zwischen Springseil, hier dem Reifen, dem Punching Ball und dem Boxsack wechseln. Weil da gibt es überall Ausdauer und Geschick. Also gut, beim Laufband Ausdauer, beim Punching Ball nur Geschick. Aber das macht ja nichts. So, wir melden uns mal für den nächsten Ligakampf an. Essen hier jetzt was. Schweineteuer. Wir gehen jetzt erstmal schnell zum Supermarkt. Holen uns Steaks. So, 20 müssen wir behalten. Dann nach Hause. Was essen. 2x Steak reinhauen. Und zurück trainieren. Hier so ein... Nee, dann können wir nicht mehr. Nee. So. Es müsste jetzt eigentlich reichen, bis der nächste Kampf kommt. Ja. Das Blöde ist, unsere Attacken sind immer noch auf Stärke und Ausdauer gebaut, nicht auf Geschick und Ausdauer. Der nächste Kampf könnte dadurch etwas schwerer werden. Wir müssen mal versuchen, die Ausdauer auf 6 zu bringen. Jetzt ist der Tag schon wieder vorbei. Na komm, ja. 4, 3, 5. Also ich möchte hier auf jeden Fall eine 4 bei Geschick haben. Und bei Ausdauer wäre eine 6 ganz gut. Morgen ist dann der Kampf. So, jetzt noch ein bisschen Springseil trainieren.
Rest können wir ja eigentlich bei uns in der Garage hochtrainieren. Und da haben wir ja auch noch das Laufband und den Punching Ball. Ja, wir trainieren jetzt hier so lange weiter, bis wir nicht mehr trainieren können. Dann gehen wir nach Hause, pfeifen uns was zu essen rein, schlafen ein bisschen. Und ja, dann ist auch schon der Kampf. Na, die 6 werden wir hier nicht schaffen, wir werden dann bei 4, 4, 5 bleiben. Na komm, ja. So, dann gehen wir nach Hause. Fuß, Geld sparen. Pizza, ne Quatsch, Fleisch. Und ein bisschen schlafen. Und wenn wir genug ausgeruht sind, machen wir den Kampf. Vorher noch was essen. Na komm. Jetzt was essen. Noch einmal Fleisch rein. Und dann Liga-Kampf 2-5-4. Ja, dürfte jetzt weniger das Problem sein. Hoffe ich mal. So, komm, auf. 10, weiter. 8. 6er Kombo gegen uns. 8. 5, 11er, 13er gegen uns. 8, du Scheiße. 10, 18, weiter, komm. Schon wieder 11er gegen uns. 8, weiter, komm. Beide fast, ja. Wir haben ein kleines bisschen mehr Energie als er. Ja, das wird ein harter Kampf. 2, 8, komm. 8. Wir müssen mehr blocken. Blocken. Oh Mann. Ja, der muss mehr treffen, komm. 8. 6 gegen uns. Oh, so ein Mist. Ja. 14. Das ist schon wieder ein Kampf, den wir verlieren. 6er Kombo. Und verloren. So ein Mist. Also das bringt absolut nichts. Ich werde jetzt offline, also offscreen, werde ich Geld verdienen, dass wir uns dann nur noch dem Training widmen können. Ja, also ich werde jetzt offscreen, werde ich die ganze Zeit jetzt Geld verdienen, werde jeden Tag die Übungspads machen, damit wir diese 2 Talentpads jeden Tag bekommen. Und dann werden wir komplett auf Geschick und Ausdauer gehen. Weil das ist jetzt der 3. oder 4. Kampf in Folge, den wir verloren haben. Das bringt nichts. Und ja, wenn ich jetzt eine Stunde oder anderthalb wirklich nur Geld verdienen würde, würde das aufzeichnen. Das würde einfach nur langweilig werden, das dabei zuzuschauen. Gut, dann Entschuldigung. Dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme mit einer Menge Geld, hoffe ich, und mit einer Menge Talentpunkte. Alles klar, bis dann. Ciao.